Vor vielen Jahrhunderten, zur Zeit, als die Pyramiden erbaut wurden, spielten ägyptische Pharaonen ein Spiel von gewaltiger und schrecklicher Macht, das Spiel der Schatten. Dieses Spiel mündete in einen Krieg von unvorstellbarem Ausmaß, der die ganze Welt zu zerstören drohte, bis ein mutiger und mächtiger Pharao die Magie bändigte und sie in mystischen Gegenständen gefangen hielt. 5000 Jahre später lüftete ein Junge namens Yugi das Geheimnis des Millennium-Puzzles. Die alten mystischen Energien durchströmten ihn, weil das Schicksal ihn dazu auserwählt hat, die Welt vor der Rückkehr des Spiels der Schatten zu bewahren. So wie es einst der mutige Pharao getan hatte, 5000 Jahre zuvor. Du bist dran. Zeit für ein Duell. Hey, Joey. Erde an Joey. Was ist, Joey? Worauf wartest du? Du bist dran. Och, ist der nicht süß, wenn er nachdenkt? Hey, Tristan, Yugi zeigt mir gerade, wie man Duel Monsters spielt. Was? Stullenmonster? Duel Monsters, du Geistesleuchte. Oh, und die spielen schon seit Stunden. Joey versteht langsam das Spiel, aber Yugi ist der Experte. Na schön, Yugi. Zeit für ein kleines Duell. Jede Karte hat eine Angriffszahl und eine Verteidigungszahl. Wer als erstes die Lebenspunkte des Gegners auf Null bringt, hat gewonnen. Ein echt starker Zug, was, Yugi? Ja, ziemlich guter Zug. Aber nicht gut genug. Was? Wo gibt's denn sowas? Eine Karte, die mich auf einen Schlag fertig macht? Scheint nicht dein Spiel zu sein, Joey. Nein, das hast du ganz gut gemacht. Ich habe nur die besseren Karten, das ist alles. Mein Großvater hat einen Spieleladen, meine besten Karten kriege ich von ihm. Dein Opa hat einen Spieleladen? Worauf warten wir dann noch? Nichts wie hin. Gut, vielleicht kriege ich ihn dazu, uns seine super seltene Karte zu zeigen. Super seltene Karte? Könnte das vielleicht die Karte sein, die ich schon so lange suche? Großvater, da bin ich wieder. Ah, du hast Besuch mitgebracht. Könntest du mal meinen Freunden deine super seltene Karte zeigen? Meinst du etwa die bewusste Karte? Bitte, bitte! Wäre echt cool von Ihnen. Wer kann da Nein sagen? Wisst ihr, Kinder, ich nehme diese Karte nicht sehr oft aus Ihrem Kästchen. Seid ihr so weit? Hier ist sie. Der weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Ebenso selten wie mächtig. Ist ja irre. Oh, stark. Also für mich ist daran nichts Besonderes. Diese Karte ist unbezahlbar. Davon gibt es nur 4 Stück auf der ganzen Welt. Da fällt mir ein, wir sind ja hier, um was zu kaufen. Aber nicht diese Karte, oh nein. Was? Nein, ich meine doch nicht diese Karte. Ich wollte ein paar andere coole Karten kaufen. Das reicht für einen Anfang. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Es würde mich überraschen, wenn Sie es nicht könnten. Seto Kaiba. Kaiba? Was will der denn hier? Hat er nicht genug mit seiner großen, tollen Firma zu tun? Kümmert euch um eure Angelegenheiten. Ich bin hier, um die Karte zu sehen. Hey, spielst du etwa auch Duel Monsters? Ist ja irre. Da können wir vielleicht irgendwann mal zusammenspielen. Ich? Mit euch? Da wäre ja Schwarzer Peter eine größere Herausforderung. Was? Falls ihr das nicht wissen solltet, ich bin die absolute Nummer 1. Ich bin der Favorit bei den Duel Monsters Meisterschaften. Du würdest keine 2 Minuten gegen mich bestehen, mein Junge. Ich zitter schon. Vielleicht willst du ja anstatt mit den Karten mit den Fäusten kämpfen. Hey, Joey, lass den Quatsch. Wieso denn, Yugi? Kaiba hat mich provoziert. Gibt's in diesem Laden nun irgendwelche Karten, für die sich das Warten lohnt oder nicht? Oh. Hey! Der weiße Drache mit dem eiskalten Blick in so einem runtergekommenen Laden? Das ist die Karte, nach der ich schon so lange suche. Schluss mit dem Schaufensterbummel. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Oh,
Hören Sie gut zu, alter Mann. Geben Sie mir den weißen Drachen und Sie bekommen dafür diese ganzen Karten. Oh. Ah, das ist sehr freundlich. Aber nein, danke. Oh. Na schön, vielleicht wollen Sie sie mir dann verkaufen. Nennen Sie mir den Preis. Ich zahle, was Sie verlangen. Danke für Ihr Interesse. Aber diese Karte bedeutet mir mehr, als Sie jemals bieten könnten. Und keinesfalls wegen Ihrer Macht oder weil sie so selten ist, sondern weil ich an ihr hänge. Diese Karte habe ich von einem lieben Freund. Und daher schätze ich sie auch wie einen guten Freund. Mich von ihr zu trennen, kommt überhaupt nicht in Frage. Nein! Du würdest genauso denken, wenn es eine ganz gewöhnliche Karte wäre, nicht wahr? So ist es. Diese für mich so kostbare Karte ist sozusagen ein Teil von mir. Mir reicht's. Ich hab genug von diesem Quatsch. Seniler alter Narr. Reine Gefühlsduselei. Lächerlich. Bei diesen Karten geht es um Macht. Egal. Der weiße Drache wird mir gehören. Meine Herren, ich möchte, dass Sie eine Kleinigkeit für mich in diesem Spieleladen abholen. Wird sofort erledigt, Sir. Guten Morgen. Mein Meister Seto Kaiba fordert Sie zu einem Duell heraus. Sie werden jetzt mit uns gehen. Ach, und was ist, wenn ich Ihr Angebot ablehne? Tut mir leid, ich muss darauf bestehen. Ich werde diesem ungezogenen Lümmel eine Lektion über die Seele und das Herz der Karten erteilen. Heute will ich mir ein paar coole Karten holen. Ja. Ich auch. Hey, Großväterchen, ich bin wieder da. Ich will mir noch mehr Karten kaufen. Wo ist der Alte? Großvater, ich bin's. Vielleicht ist er mal kurz weggegangen. Ja, aber warum hat er da nicht die Tür abgeschlossen? Hallo, hier ist der Spieleladen. Ah, Yogi, perfekt. Kaiba? Dein Großvater ist bei mir, leider geht's ihm nicht so gut. Warum kommst du nicht einfach in mein Büro und holst ihn hier ab? Kaiba, was hast du meinem Großvater getan? Oh nein! Großvater, was ist? Bist du verletzt? Yogi, ich hab verloren. Ich wollte dem jungen Burschen eine Lektion über die Seele der Karten erteilen, aber ich habe das Spiel verloren. Oh nein! Wie mag der alte Mann sich jetzt wohl fühlen? Kaiba, du Schleimbeutel, was hast du mit ihm gemacht? Wir hatten ein kleines Duell. Jeder von uns hat seine wertvollste Karte eingesetzt. Aber ich glaube, der Kampf gegen einen Champion wie mich war ein bisschen zu aufregend für den alten Dummkopf. Hör auf, ihn zu beleidigen, Kaiba! Schämst du dich denn gar nicht? Es war ein faires Spiel. Und seht mal, was ich für einen süßen Preis gewonnen habe. Oh nein, Großvaters kostbarste Karte! Ja, der weiße Drache mit dem eiskalten Blick ist wahrhaftig eine machtvolle Karte. Und diese hier wird niemals wieder gegen mich eingesetzt werden. Mein Herz hing an dieser Karte, sie war ein Teil von mir. Oh. Großvater, halte durch! Wie konntest du ihm so etwas antun? Yugi, mein Junge, das ist für dich. Was? Aber Großvater... Ich habe dieses Deck selbst zusammengestellt. Diese Karten sind erfüllt von meiner Seele. Ich habe dich alles gelehrt, was ich weiß, Yogi. Nimm sie. Nimm meine Karten und bring ihm Respekt bei. Lehre Kaiba Respekt vor dem Herzen der Karten, Yogi. Nicht jetzt, Großvater. Du brauchst Hilfe. Ich bring dich zu einem Arzt. Willst du dich vor einem Spiel drücken? Deine Freunde können sich um deinen Großvater kümmern. Während wir uns duellieren. Oder hast du etwa Angst? Mach ihn fertig, Yogi. Wir kümmern uns schon um deinen Großvater, während du Kaiba zeigst, wo es lang geht. Spiel mit diesem reichen, verzogenen Typen und besieg dieses elende Großmaul. Für deinen Großvater, Yugi. Ich weiß nicht. Vertrau mir, du bist der beste Spieler, den ich je gesehen habe. Und du hast das Millenniums-Puzzle. Du wirst es schaffen, Alter. Ich weiß, dass du es kannst. Wir alle wissen das. Na schön, Großvater. Ich mach's. Ich weiß, du wirst es schaffen, mein Junge. Jeder legt seine linke Hand in die Mitte. Ich markiere uns mit einem geheimen Zeichen. Was ist das, Thea? Das Symbol unserer Freundschaft. Also wenn Yugi sich duelliert, egal wie schlimm es ist, weiß er immer, dass er nicht allein ist. Denn seine Freunde sind bei ihm. Hör zu, Tristan und ich fahren mit Yugis Großvater zum Krankenhaus, Joey. Ich würde vorschlagen, du gehst zurück und stehst Yugi bei. Na schön, passt gut auf ihn auf, Thea. Ich habe diese virtuelle Arena selbst entworfen. Beeindruckend, nicht wahr?
Ich glaube, du bist auch der Meinung, dass das etwas mehr Leben ins Spiel bringt. Jeder von uns beginnt mit 2000 Lebenspunkten. Wer als erster bei Null ist, hat verloren. Bist du bereit für ein Spiel, du Zwerg? Dieses Spiel wirst du verlieren, Kaiba. Was ist das? Jetzt, Kaiba. Ist Schluss mit deinem Spielchen. Es ist Zeit für ein Duell. Das virtuelle System ist bereit. Lass uns anfangen. Ich greife an mit dem gewaltigen Zyklopen. Mach dich auf was gefasst, Yogi. Ein Duell wie dieses hast du noch nicht erlebt. Oh, er hat das Monster der Karte zum Leben erweckt. Das ist ein virtueller Simulator. Er kreiert von jedem Monster ein lebensechtes Hologramm. Auf die Art hast du also meinen Großvater geschlagen. Na schön, jetzt bin ich dran. Hier kommt der geflügelte Drache und Hüter der Festung. Wahnsinn! Monster! Das sind richtige Monster! Feuerballattacke! Großer Bruder, ist alles in Ordnung? Na klar, und wie? Los, Yogi! Nicht schlecht gespielt, Yogi, für einen Anfänger. Aber was sagst du hierzu? Sagi, Clown der Dunkelheit, aber diese Karte hat doch kaum Angriffskraft. Richtig, dein geflügelter Drache hat 1400 Angriffspunkte. Mein Clown der Dunkelheit dagegen nur 600, aber wenn ich ihn mit dieser Karte hier kombiniere... Oh, eine Zauberkarte! Ja. Der Negativenergiegenerator verdreifacht die Angriffskraft meines Monsters. Clown der Dunkelheit, Attacke mit schwarzem Blitz! Wie du siehst, ist das Kombinieren von Karten äußerst wirkungsvoll. Er ist gut. Er kennt jede Variante des Spiels. Aber mein Großvater hat sein ganzes Wissen, sein Herz und seine Seele in die Zusammenstellung dieses Decks gesteckt. Ich muss darauf vertrauen, dass es eine geheime Strategie enthält. Diese Karte ist nutzlos. Mit ihr kann ich Sagi, den Clown der Dunkelheit, nicht schlagen. Ich brauche ein anderes Monster. Ich werde es opfern, aber die Gesamtzahl meiner Lebenspunkte sichern. Schwarzer Blitz! Attacke! Du musst durchhalten, Yugi! Du bringst es auch nicht weiter als der alte Mann, Yugi. Dein Deck ist genauso schwach und krank wie dein Großvater. Mein Großvater ist ein bewundernswerter Mann und er ist besser, als du es je sein wirst. Er hat mir seine Karten anvertraut und in ihnen spüre ich sein Herzschlag. Ich bezweifle, dass du so ein Vertrauen in deine Karten hast, Kaiba. Ich vertraue den Karten meines Großvaters. Und mein Vertrauen wird belohnt mit Gaia, dem Ritter der Finsternis mit der Zerstörungskraft von 2300 Angriffspunkten. Ja, zeig's ihm, Yugi! Er wartet, Kaiba, du bist dran. Ha, fühl dich bloß nicht so sicher, Yugi. Ich habe den weißen Drachen mit dem eiskalten Blick. Was? Völlig unmöglich. Das gibt's doch nicht. Wir haben alle gesehen, wie Kaiba die Karte zerrissen hat. Dachtest du etwa, dein Großvater wäre der Einzige, der den weißen Drachen mit dem eiskalten Blick besitzt? Dein Ritter der Finsternis ist zerstört. Vertrauen hin oder her. Meine Monster werden dich in die Knie zwingen, Yugi. Bei diesem Spiel geht es nur um Macht, du Dummkopf. Vertrauen ist was für Verlierer, wie deinen jämmerlichen Großvater. In deinem Deck gibt es nicht eine Karte, die sich mit dem weißen Drachen mit dem eiskalten Blick messen kann. Aber was kannst du gegen zwei ausrichten?
Gib's doch zu. Du bist am Ende, Yugi. Gib nicht auf, Yugi. Ich werde nicht aufgeben. Großvater zählt auf mich. Oh, eine Zauberkarte. Die Lichtschwerter. Alle Monster im Spiel werden für 3 Runden lahmgelegt. Was für eine Verzweiflungstat. Was kann dir ein Aufschub über 3 Runden schon bringen? Er hat recht. Was soll ich machen? Denk nach, Yugi. Jede Karte ist ein Teil eines großen Ganzen. Wie kann ich jede einzelne nutzen, um einen Experten wie Kaiba zu schlagen? Für jemanden, der behauptet, Vertrauen zu haben, gibst du aber schnell auf. Oh ja, mein Junge, manchmal gleichen die Karten einem Puzzle. Bring die verschiedenen Teile an ihren richtigen Platz, das ist wichtig. So wie beim Millenniums Puzzle? Genau, jedes Teil trägt zu einer größeren Einheit bei. Großvater! Wie die Teile eines Puzzles, Yugi. Denk nach! Ein Puzzle? Wann sind die Karten wie ein Puzzle? Großvater sagte mal... Nur ein einziges Monster ist unbesiegbar, Exodia. Doch das kann nur aufgerufen werden, indem man 5 spezielle Karten zieht. Eine Meisterleistung, die jedoch bis heute noch niemand vollbracht hat. Hör auf, Zeit zu schinden. Du verdirbst das schöne Spiel, Yugi. Wart's nur ab! Noch ein Teil des Puzzles. Du kannst ziehen, was du willst. Es ändert nichts. Meine Drachen sind zwar noch für 2 Runden handlungsunfähig, aber mein neues Monster ist frei. Der Richter mit einer Angriffskraft von 2200 Punkten. Ich kann mit dem schwarzen Magier angreifen, aber er ist machtlos, wenn Kaibas Drache wieder vom Bann befreit ist. Schwarzer Magier! Attacke! Dein Richter fällt! Ein Opfer, das mich nicht weiter berührt. Da sich kein Drache für die nächste Runde bewegen kann, ist meine nächste Karte der 3. weiße Drache mit dem eiskalten Blick! Ist mein Drache, Attacke! Wie sieht's nun mit deinem Vertrauen aus, Yugi? In der nächsten Runde sind alle 3 weißen Drachen frei für den Angriff. Das Spiel ist aus, egal welche Karte du ziehst. Du kannst unmöglich gegen meine 3 weißen Drachen bestehen. Es ist vorbei, Yugi. Du warst nie ein ernstzunehmender Gegner für mich. Hey, hör nicht auf das Gesülze, Yugi! Kaiba hatte bereits 3 weiße Drachen. Er wollte nur Großvaters Karte, damit sie nicht gegen ihn eingesetzt werden kann. Meine einzige Chance ist, alle Karten für die Exodia zusammenzukriegen. Aber die Wahrscheinlichkeit, die richtige Karte zu ziehen, ist gering. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Die Karten, sie spüren meine Zweifel. Behalt einen klaren Kopf, Yugi. Verlier nicht dein Vertrauen. Konzentrier dich. Das Symbol unserer Freundschaft. Yugi, in Gedanken sind wir bei dir. Yugi, mein Freund, du musst nur an dich glauben. Du schaffst es, tritt Kaiba kräftig in den Hintern. Sie haben recht, ich muss an die Karten glauben, genau wie meine Freunde an mich glauben. Zieh deine letzte jämmerliche Karte, Yugi, damit ich endlich Schluss machen kann. Das Deck meines Großvaters enthält keine jämmerlichen Karten, Kaiba. Aber es enthält... die unbesiegbare Exodia. Ha? Unmöglich! Alle 5 Karten sind komplett. Alle 5 Teile des Puzzles. Exodia! Oh, aber bis jetzt hat es niemand geschafft, das Monster zu rufen! Exodia, Attacke, beende das Spiel! Du hast es geschafft, Yugi! Du hast gewonnen! Das kann nicht sein! Mein großer Bruder verliert nie! Du spielst nur wegen der Macht, Kaiba. Darum hast du verloren. Wenn man mit dem Herzen spielt, gibt es nichts, was man nicht schaffen kann. Aber wie konnte ich gegen ihn verlieren? Kaiba, wenn du es wirklich wissen willst, musst du die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Vielleicht fängst du jetzt endlich an zu begreifen, Kaiba.
Großvater ist zu sich gekommen. Yugi hat gewonnen. Pegasus, Seto Kaiba, unser ungeschlagener Champion, wurde in einem Duell bezwungen von einem jungen Mann namens Yugi.